Okay, wer es jetzt gesehen hat, Langonga kann die Farbbälle abschütteln. Also er kann es nicht nur, er macht es auch. Kann ich euch, wer es nochmal macht, dann zeigen. So, schon wieder so. So, ist schon. Sollte mich weniger. Ich wollte aufhören, mich über das so zu sozen und mich mehr auf den Blangonga konzentrieren. Was er alles kann, erkläre ich jetzt einfach mal, wenn er es macht. Auf jeden Fall, er kann Langos rufen. Wenn er wütend ist, macht er das auch. Das ist doof, die Monster, die was können, die machen das auch noch. Er kann ziemlich viel hin und her hupen und das tut ziemlich weh. Der Kopf ist der Schwachpunkt. Den Schweif kann man verbrennen. Also soll man verbrennen können. Ich habe es noch nie geschafft, aber laut manchen Spielen würde ich was. Spieleseiten, Hilfe, Ratgeberseiten kann man den Schweif sozusagen verbrennen, also kaputt machen. Allerdings nur mit Feuer. Ist natürlich gut für uns, aber ich habe es noch nie geschafft. Und die Reißzähne kann man kaputt machen. Wenn oft genug auf die arme Haut legt er sich hin. Also nicht schlafen. Aber er legt sich dann hin und bleibt eine Weile liegen. Und derzeit kann man draufhauen. Haben wir jetzt schon bei ein paar Monstern gesehen. Meistens nie auf Kommando. Er kann schreien. Wenn er wütend ist und schreit, kommen Blangos. Die verschwinden allerdings, wenn man aus dem Gebiet rausgeht. Ich mache das jetzt einfach mal nicht. Da ich dann die ganze Zeit hin und her wechseln müsste. Glück gehabt. Schnell mal zu wetzen ist schwierig bei ihm. Er hat einen Eisatem. Alles, was bei dem mit Eis zu tun hat, kann einen zu einem Eisball verwandeln. Dafür braucht man das Taumittel, um sich wieder befreien zu können. Wie gesagt, wie schon ein paar Mal erwähnt, er kann viele Eisbälle werfen. Im G gibt es auch noch einen Sand Blangonga. So ähnlich wie es auch ein Sand Barioff gibt. Also in Surt gibt es ja Barioff und Sand Barioff. Und gibt es ja halt eben auch. Und der kann dann keine Eisbälle schießen, sondern Sandbälle. Und ich glaube, in der Arena kann der auch Sandbälle schießen. Was die machen, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er kann es auf jeden Fall. Also Schaden machen sie, das ist klar. Er läuft majestätisch, greift schnell an und stark. Feuerschwäche hatte ich bereits erwähnt. Blitzbomben funktionieren. Er kann sich eingraben, kommt dann hoch und wirft einen Eisball. Also Schneeball. Zumindest glaube ich, dass er das macht. Schockfallen und Fallgruben funktionieren bei ihm. Fallgruben allerdings nur bedingt, da er ja, wie ihr seht, im Eis, im Schneegebirge lebt. Zumindest meistens. Und hier kann man keine Fallgruben legen. Ich wollte jetzt Fünferfeuer machen, aber kann ich ja gar nicht. Wenn er seinen Eisball auf euch wirft und eine Fassbombe im Weg ist, dann wird die Fassbombe aktiviert. Das ist natürlich doof, wenn er noch nicht drin ist. Kleine Fassbombe legen und abhauen. So, ordentlich erwischt. Die Plangos machen mich dafür fertig. Und das, was ich gerade so sehe, das ist jetzt kein Fakt, das ist eine Vermutung. Ich vermute, dass die Plangos mehr oder minder auch wütend sind, wenn Plangonga mit da ist. Deswegen, die hatten so einen weißen... Ach man, ist die Musik laut. Die hatten so einen weißen Schimmer vor dem Mund, sage ich jetzt mal. Das hat er eigentlich auch, wenn er irgendwann mal wütend... Also war er schon wütend. Wenn er wütend ist, hat er das auch. Und das passiert, wenn er in den Angriff reinhuppt. Weil man so schlau ist wie ich. Man kriegt ordentlich Schaden und hat noch einen Freiflug. Und die Eisbälle von dem, die splitten sich. Das war jetzt, glaube ich, erstmal alles, was mir zu ihm einfällt. So, fürs Erste. Mehr kommt dann, wenn mir mehr einfällt.
Ihr könnt unter dem Angriff von dem durchspringen, wenn ihr gut seid. Und meistens, für die meisten Leute ist der einfach nur scheiße. Also, er ist mitten Rayang auch bei vielen ziemlich weit oben auf der Hassliste. Weil er die ganze Zeit hin und her hupt, was er bei mir jetzt zum Glück noch nicht so oft gemacht hat. Wenn er den Eisstrahl macht, den er gerade gemacht hat, steht am besten nicht vor ihm. So, ein professioneller Tipp von mir. Und habt genügend Heißgetränke dabei. Passt ebenfalls auf, dass euch der Blangonga nicht erwischt, wenn ihr gerade eins dieser Heißgetränke nehmt. Passt zudem auf, dass er euch nicht mit diesem Bauchklatsch erwischt. Denn auch der tut weh. Eigentlich alles an ihm tut weh. Obwohl er weich sein müsste. Glück gehabt. Lass mich in Ruhe. Ich will mich doch nur heilen. Sehr schön. Das war sehr erfolgreich. Angriff! Macht seine Zähne putz. Und haut Toni weg. Ich kombiniere mal schnell nach. Jetzt hätte Fahrstuhlmusik kommen müssen. Also, ihr wisst, was ich mit Fahrstuhlmusik meine, ne? Wenn nicht, dann schaut euch mal so ein paar USA-nische, also amerikanische Filme an, in denen Leute in einem Fahrstuhl sind. Dann wird sich meistens darüber satirisch aufgeregt. So. Ich hoffe, jeder weiß, was satirisch heißt. Ich wusste es auch erst nicht, bis es meine Lehrerin mir gesagt hat. Aber dazu später einmal. Ja, ich habe eine Schockfalle. Weg. Weiche von mir. Und wenn er das da macht, dann wird der Vorpal deaktiviert. Oh ey, ich werde an deinen scheiß Kopf. Uhu. Ich will deine scheiß Zähne kaputt machen. Und nicht deinen Arm oder sonst was. Ich brauche deine Zähne. Genauso wie beim Barioff. Also ich hoffe, dass Barioff war und nicht Barov. Nee, Barov war der, der so rumdüst und Barioff war der, der fliegen kann. Also wie beim Barioff sind diese. Also bei ihm sind es beim Barioff sind es Bernsteinhauer. Wie die hier heißen, weiß ich nicht mehr. Aber auch hier sind die wertvoll. Und relativ schwer zu bekommen. Was? Was the fuck, ne? Nein! Oh! Habe ich schon erwähnt, dass der ganz weit oben auf der Hassliste steht? Ich glaube nicht. Zumindest nicht oft genug. Und der ist noch nicht fangbar. Sonst würde er humpeln. So, okay, er ist weggesprungen und ich habe noch einen Trank. Einen Trank. Ich und ein Trank. Die hebe ich mir auch, um zu fangen. Hier wirklich wichtig. Denn ich will nicht kurz vorm Ende nochmal sagen, tschüss, ich gehe doch lieber. So wie er jetzt gehen will, weil er keinen Vorteil mehr hat. Das ist wirklich nervig. Also wenn ihr gegen den kämpft, nehmt so viele Farbbälle mit wie irgend nötig, wie irgend möglich. Weil der macht das andauernd. Und wenn ihr den nicht gepaintet habt, dann ist er schneller weg, als ihr gucken könnt. Also momentan wirkt er sich nur zwischen 8 und 6, aber der kann auch noch in die 7 und in die 2 gehen. Also der hat ein großes Spektrum. Nee, das klappt nicht. Gut. Hey.
Er humpelt. Ich hab die scheiß Zähne noch nicht kaputt. Ich sag, ich ändere einen Scheiß. Ey. Bleib stehen. Nein, ich schlag dich nochmal. So wie es sein muss. Hier, wie gesagt, er kann auch in die 7 gehen. Schlafen tut er auch in der 3. Also auch wie fast jedes ordentliche Monster. Ich lass mal ordentlich weg.